Hallihallo, ihr hübschen Menschen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraria mit Zombay, Maudado und Wintercracker. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. So, warte mal, ich muss jetzt, ich habe noch eine Gift, braucht jemand eine Giftflasche? Das ist ein Magic-Ding. Das ja, hat ich schon. Hab mir Zombay. Die willst du haben, oder? Warte. Ja, zack. Warum nicht? Zack. Und dann habe ich noch eine Nagelpistole. Die Echse ist cool. Nagelpistole, wenn jemand will. Und Mondstein hätte ich noch. Nagelpistole kannst du mir geben. Ich habe ein Fancom-Set hier. Aber die Waffen und Zauber, die kann ich nicht einfärben, Nägel, oder? Nee, Waffen kann ich einfärben. Hast du Nägel, Wintercracker, zufällig? Ja, habe ich Drecksnägel. Ja. Ist der Mondstein gut für Magier, oder was ist das? Schaden, Nahkampftempo? Mondstein verbessert alles, letzte einfach, wenn Nacht ist. Ach, das kann man am Ende zusammen craften mit diesem Sonnenstein auch noch, ne? Dann hat man das. Genau, so und den Sonnenstein kriegt man vom Gorlam. Ah, dann brauche ich den Mondstein wahrscheinlich auch. Ja, genau. Ja. Und ich bräuchte dieses Ding, was einen nachts in einen Werwolf verwandelt. Hast du das schon gedroppt, Maudado? Haben wir das schon? Was bringt das überhaupt? Er wird zum Werwolf. Ja, genau. Nee. Hä, wir haben den Wolf. Wir haben den Wolf nie gefarmt, zum Beispiel. Nicht den Wolf. Oh, Werwolf. Den haben wir nicht gemacht. Werwolf. Jo. Normale Werwölfe, die nachts überkommen. Die waren auch hier vorne in der Base einmal. Also, ich habe nichts in meinem Inventar. Ich guck noch, ob wir es haben. Okay, nee. So. Was sagt denn unsere schöne Grube? Die sagt Fisch in du Flugzeug. Achso, aber wir machen erstmal Klaus deine Flügel. Okay, dann müssen wir in die Hölle. Jo. Es gibt hier einfach jetzt so einen roten Dämon und der kann so eine Feuerfeder droppen. Ende. Okay. Weil er kriegt nicht mehr viele Änderungen im Hard Mode. Dann sollte ich wahrscheinlich nicht nach rechts gehen, wenn du auch nach rechts gehst, oder? Nicht unbedingt. Im Prinzip ist es eigentlich egal, wenn ihr weit genug auseinander seid, auf welcher Seite du bist. Okay. Was sucht ihr für ein Item? Feuerfedern. Oder Feuerfeder. Eine Feuerfeder. Habt ihr eigentlich schon die neuen Max-HP? Ja. Nö, lange nicht. 480. Okay. Ich hab also 50 solche grünen Herzen noch in der Küste liegen. Oh, die können wir doch auch droppen ins Zeug. Wie heißt das? Okay, weil in ich Schimmer. Weil ich hab bisher nur 415 HP. Und hast du schon gedroppt in Schimmer, die Dinger? Ich hab mir schon einen in Schimmer gedroppt, ja. Was bringt denn das, wenn man die droppt? Permanent 4 Verteidigung mehr. Oh, scheiße, ich hab versehentlich. Oh, bei mir ist einer. Ich hab irgendeinen Köder bekommen, Trüffelwurm. Die roten Teufel, oder? Hast du einen Trüffelwurm, Klaus? Keine Ahnung. Scheiße. Oh, ich hab Gott. Auch ein... Er hat mich getötet. Oh, hat's nicht gedroppt. Aber wo sind denn die in der Kiste? In der Kommode, in der lilanen in meinem Haus. Ich muss die obere Hälfte der Kommode anklicken. Ich hab die auch extra früh gesammelt, also ihr könnt auch noch gerne im Dschungel einfach sammeln, wenn ihr die Experience wollt, aber mein Gott, läuft mal eh nur rum. Auf wie viel HP kann man kommen? 500. Maudado braucht ja nur 4, ne? Nö, ich hab schon alle. Ich brauch 4. Achso, Zombie braucht 4. Ich muss nur noch eins droppen in Schimmer. Achso, ich nehme ja auch noch mal eins für den Schimmer zum Droppen. Achso, ja. Max AP. Lol, hier fliegen Feen rum mit verschiedenen Farben beim Schimmer. Voll cute. Wie rettet man diesen Geldeintreiber, Maudado? Geldeintreiber? Ja. Muss man quälte Seele in der Hölle. Muss man irgendwie reinigen oder so mit irgendwas. Let's go. Oh mein Gott, hier ist eine, Biome-Chest. Hilfe. Was für eine Chest? Achso, die Biome-Chest, das sind die ultra krassen. Das ist ein Teufel. Keine Feder. Pass auf, der macht ultra viel Schaden. Die 200. Federn droppen richtig selten. Oh scheiße, die liefern erst ab 17 Uhr essen. Hast du mitbekommen, Maudado? Wenn der mit Trucks ziehen, hat er gesagt. das habe ich mitbekommen. Hier ist er. Achso, aber wie hat man den gereinigt? Ich hätte auch einen hier bei mir, aber keine Ahnung, wie man den reinigt. Muss man auch den machen? Ich glaube, dieses Pulver oder so. Achso, ja, das kann sein. Das kann man ja einfach bei der Druidin kaufen. Ich meine, ich kann den hier beschützen. Der läuft gerade hier normal. Oh, okay, meine Beschwörung hat ihn gerade umgebracht. Oh, okay, ich bin jetzt gerade extra hoch. Nee, er lebt noch. Warte, wie mache ich meine Beschwörung weg? Zahme Echse, Irrlicht. Wie mache ich dich weg? Vielleicht einfach alles da oben schnell weg. Okay, ich krieg alles weg. Wo habe ich denn das Pulver? Okay, er ist tot. Oh. Wintercracker bestellt. Einmal kurz True sagen. Das ist mein Input für die Folge. Ich kann nicht bestellen, der Laden macht erst 17 Uhr auf. Du musst was anderes überlegen. Du Armer. Was ist das für ein Teil bei dir? Achso, ich beschwöre halt immer ein Ding für den extra DPS. Ah, okay. Das sind die, die bei mir lila sind, aber ich hab halt, Nee, warte, Mauta hat irgendwas anderes. Ich glaube, ich hab dasselbe. Das Pad ist was anderes. Nee, ist dasselbe. Weil bei mir ist nur lila wegen der Farbe. Okay, ich dachte, deine hätten irgendwie mehr Dinger. Und Maudado. Ihre irgendwie nur 4. Ah, hier ist er wieder, Zombie. Und auch sicher. Hilfe. Als wenn du willst. Ich bin tot. Speed als ich. Was ist passiert? Was hat mir gerade so viel Schaden gemacht? Unheiliger Dreizack. Hast du mehr Move Speed? Dann war. Benutzt du meine. Ja, du hast noch keine besseren Flügel. Ah. Lebt der.
Alter, Holzmichel noch. Holzmichel noch. Guide, wo ist der? Noch. Der Guide lebt nicht. Scheiße. Ich guck mal, wie hoch die Top-Rate ist von den 0. Ja, die ist echt selten. Ja. Wie viel? 1,3%. Dann müssen wir... Ich meine, ich hab Stück von denen töten. Bestimmt schon so 20 getötet. So 6, 7. Oh, hier ist eine gequälte Seele. 6 Wölter am Eingang der Hölle. Lebt die noch? Ja. Ich guck mal, ob ich rechtzeitig komme. Was wollt ihr jetzt mit der machen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist so ein Typ, der läuft in der Hölle rum, den kann man reinigen und dann... Ich bin ein PC einfach, ne? Ah, okay. Okay. Bin auf dem Weg. Oh, es fließt Lava zu ihm runter. Ja, ich meine, der stirbt nicht in Lava. Den muss ich für dieses Ding töten, was Klaus will? Diese normalen fliegenden Dämonen. So ein roter Dämon, der Speere wirft. Der Speere wirft, also nicht der, ja, der diese Sicheln wirft. Ach so. Genau, die Sicheln sind falsch. Warum sehe ich nicht, wo Zombie ist? Dann habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen getötet. Ist Zombie einfach zu weit weg? Also ich bin einfach in der Mitte. Ich sehe den Namen auch. Davon. Ah, jetzt sehe ich ihn. Pulver. Oh, hat geklappt. Hä, du hast noch? Schon wieder Geld, vermute, du willst noch mehr Geld. Ich hab von dem Geld einfach bekommen. Ja, ja, der zieht jetzt ein und pro NPC sammelt er Geld. Er macht Steuern. Oh. Ja, ist der Steuerantreiber. Endlich Steuern in Terraria. Der kommt in die Hölle. Nee, der kommt aus der Hölle. Ja, ja, weil er in der Hölle... Wie viel Damage können die denn machen? Jo. Jo. Alter, wie viel... Oh mein Gott. Die machen echt viel Damage. Die machen echt Damage. Warum ist hier die Wall of Flash? Was? Ja, schon was eine Puppe in Lava gefallen. Nochmal nach links. Also ich habe einen Melee-Ding von dem bekommen. So ein Heulenfeuer. Fleischwand wurde besiegt. Das ging schnell. Ja. Hab nicht mal mittlerweile waren wir Millionen DPS. Also ich habe einen Melee-Dings von dem roten Teufel bekommen. Ah, was denn? Heulenfeuer, einfach nur. Ah, es wird aber wahrscheinlich nicht mehr so gut. Steht der Nahkampfschaden oder steht der magischer Schaden? Nahkampfschaden. 4 Crit, schnell mittlerer Rückstoß. Glaube ich eine der stärkeren Nahkampfwaffen. Kannst ja. Ein Jojo? Ich setz mal kurz ein, um es zu testen. Rund um die Welt. Ah, ist ein Jojo, ja, tatsächlich. Achso, wenn das Höllenfeuer-Jojo ist. Ja, das droppt vor dem Hammer. Das ist aber kein Jojo-Zeichen unten drunter. Das heißt halt, also es sieht halt aus wie ein Jojo. Ja, ja, aber sonst war da ja immer so ein Zeichen bei den Items, bei den Jojos drunter. Ja, das hatte irgendeine Bedeutung. Irgendwas mit so einem Spielzeughersteller, der die Terraria-Jojos dann in echt hergestellt hat oder so. Achso. Ah. Wie so eine Feuerfeder, ne? Eine Feder. Ja, okay. Aber wie eine Feuer. Okay. Feuerfeder, ich hab schon drei Feuerblüten. Wann machen wir Fischflugzeug? Feuerblüten, die wachsen hier einfach allgemein schon. Wenn Klaus sein Ding hat. Weißt du, das ist so, als würdest du sagen, ja, wir machen irgendwas, sobald ich meine astrale Wolkenschlange habe. Ich hab die. Schön für dich, Klaus. Schön für dich, das freut mich. Ja, die droppt doch easy. Ja. Du musst nur ein halbes Jahr deines Lebens opfern. Nee, du kannst ja auch einfach 13 Chars hochziehen. Okay, du kannst auch einfach dein ganzes Leben opfern. Ja, willst du jetzt die astrale Wolkenschlange oder nicht, Maudalo? Nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Du kannst aber theoretisch einfach immer wieder diese neue Klasse dir erstellen, oder? Und die spawnt ja auf Level 58. Das ist, ja, aber die haben ja das Dings ein bisschen geändert. Das Scaling von den verschiedenen Expansions. Also ja, aber doch Pandaria wird man doch schaffen mit einem Level 70, Char. Ja, 70 schon, aber 58. Aber 60. Gut, also jetzt ist es einfacher zu farmen als damals. 60 weiß ich nicht. 70 zu 100%. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt angehoben hatten. Auf 60. Never. Stimmt. Ich wollte ja auch mal dieses Furry Transmog, das habe ich auch nie bekommen. Was? Für Schamanen in Ottawa. Achso, ja, Raid. Das habe ich auch, wenn du willst. kann ich den Screenshot damit aufmachen? Ich wollte gerade fragen, wenn du willst, was willst du es mir geben? Nee, das geht leider nicht. Ja. Nee, das ist sogar mein aktuelles Transmog, das Schamanen. Ja, das Furry Transmog. Ja, nicht wirklich, aber ja. Klaus ist ein Furry. Weil, Schachmatt. Aua! Der tut weg, wenn jetzt die Trucks. Ach, ich freue mich schon, dass nur dieses Gefarmen in einem Paar zu schneiden. Von 12 Minuten und den so hochzuladen. Let's go. Warum schneiden überhaupt? Stimmt, das wollten ja alle längere Folgen. Ja. Oh, der 50. Das, rote Teufel ist gestorben. Ja. Ich hab drei bei mir. Okay, du bist Gott. So Same, euphorisch gewesen. Ich dachte, es wäre gedroppt. Nee. Hier ist er. Diese Lava-Schleime gehen mir auf den Sack, so weil die unseren Teufel Boden hier kaputt machen. Ja, die sind echt nervig.
Ja, deswegen haben wir teils Steinplatten an den Stellen, damit der Boden nicht kaputt geht. Dank Maudado zumindest. Ich habe ja Holz alles gesetzt. Nee, du hast meine Steinplatten abgerissen. Nein, das würde ich nicht machen. Halte ich auch für ein Gerücht. Ich habe einen Magma-Stein. Du hast einen Zauber. Okay. Ist es ein Zauber? Ja. Ich dachte, es war eine Nahkampfwaffe. Die Drop-Rate von dieser Feder ist echt nicht so geil. Ich glaube, ich gehe mal in die Base. Echt geil. Kurz mein Geld weglegen. Ich habe nämlich ein Platin. Das lasse ich mir von euch nicht nehmen. Oh, Klaus, willst du den Zauber haben? Bin Platin. Wenn der nicht hier so geil ist. Der Damage klingt aber gut. 180. Ja, mach mal DPS-Test. Aber ich habe keinen. Hast du einen DPS-Zähler? Zombie ist doch hier. Alter, also ich habe mit der Terra-Klinge 5000 DPS. Hier. 1000. Ja. 100. Lecker Schmecker. Also du testest heute die neue Pizzeria, oder was? Nee, ich habe mir doch was anderes bestellt. Wow. Machen so ein Bewertungsvideo. Ja. Ja, würde ich schon so ein bisschen erwarten. Mach ich richtig gerne Essens-YouTuber. Terra Klinge ist echt nice. Warum kriegt man die upgradete Version erst nach dem Endboss-Zombie? Kann man die Empress of Light nicht davor machen? Ja, aber du brauchst zwei Schwerter vom Moonlord. Um die zu beschwören, oder wie? Ach so, okay. Oh, nee, um das Schwert zu craften. Ich dachte, man braucht irgendwas von der Empress of Light. Vielleicht ja, braucht man gar nichts. Was steht da unten? Sie machen eine Party. Ohne uns? Ja. Wir können ja auch kommen. Dann kann man diesen Kuchen holen, wenn man zu einem Partygirl Party ist. Manche NPCs verkaufen so ein paar andere Sachen. Waren die NPCs die am Strand oder welche? NPCs sind alle, die in Häusern wohnen. Nee. Ich meine die gerade Party schmeißen. Waren das die am Strand oder? Weiß ich nicht. Musst du gucken, wer so heißt. Oder zufällig. So wüsste ich das dann auch nicht. Okay. Stein, der nerdige Schleim ist angekommen. Warum heißt der nicht Steini? So kurz vor der Perfektion. Weil sie Angst hatten. Ja. Sie haben gezittert. Sie wussten genau, was sie erwartet, wenn Manu mal Terraria spielt. Ich hab schon ewig keinen gesehen, aber vielleicht hörtest du auch einfach alle. Ja, jetzt sind immer mal wieder welche. Ah ja, jetzt okay. Da ist die Feder. Nice. Du hast die gerade aufgesammelt. Der Kampftrank war's. Sehr schön. Hättest du es mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe es einfach mal. Also ich hätte es mitbekommen. Junge, ich habe halt nach der Sonnenfinsternis einfach Inventar gecheckt, wie man es macht nach dem Event. Hier ist die Party. Ja, no flame. Ich will nur, dass ich nicht geflamed werde für das Gleiche. Ja, Ich flame alle dafür. Ja. Gleichberechtigte Flame von mir. Ich kann dir lebende Feuerblöcke geben. Hallo, wenn das dich... was ist das denn? Nein. Ich hab dich gerettet. Ich will deinen Zauber dafür. Den hier? Ja. Okay. Sonst, wir haben, glaube ich, nicht mal mehr genug Seelen des Flugs. Ich töte mal einen Fuhur. Danke. Bitte. Ich wollte einfach nur irgendwas. So, jetzt muss ich nochmal zum Guide. Ich muss bestimmt wieder Flugseelen, aber die haben wir bestimmt. Aber der Guide ist bestimmt noch tot. Gut, dass jeder Zombie zuhört. Was hast du gesagt, Zombie? Entschuldigung, mir wurde gerade mein Infernal-Stab geklaut. Ich habe gesagt, wir haben gar nicht mehr genug Seelen des Flugs. Ich gehe mal hoch und töte einen Fuhur. Achso. Dann komm ich mal mit. Oder? Ja, ist der, den ich Klaus gegeben habe. Ja, den muss ich abgeben. Ich habe den Klaus abgeknüpft. Aha. Sonst hätte ich die Feuerfeder nicht bekommen. Hat irgendwer schon mal einen Frozen Turtle Shell gefunden? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so Frozen Joghurt gegessen. Im Schneegebiet, da laufen doch tausende Schneeschildkröten rum. Hast du die noch übrig? Ich weiß nicht, kann sein, dass im Lager welche liegen. Nee, sind keine drin. Musst du welche töten gehen im Schneegebiet. Ich war da, ich hab keinen Kunden. Die Seelen des Fluges sind nur von den Fufus gedroppt. Nicht von den Harpien. Okay. Von den Fufus? Hat man eine fliegende Insel gebraucht oder reicht er hoch genug? Eigentlich sind die hier. Die Arena habe ich doch hier gebaut, um die zu farmen. Die habe ich doch hier gefarmt. Eigentlich hatten wir die hier gefarmt. Wir gönnen nur einfach gerade nicht. Du musst aber die blaue Farbe von deinen Flügeln wegtun, damit du dann den Effekt davon genießen kannst. Ja. Ach, hier ist einer. Jetzt kannst du craften gehen, Klaus. Oh, ich habe keinen Platz im Inventar. Jetzt kannst du craften. Der war bei einer fliegenden Insel. Hier, Klaus, dein Stab. Nee, der war nicht bei einer fliegenden Insel. Guide. Das ist nicht Guide. Du gehst einfach mit den scheiß Flügeln hier runter an die Kiste und craftest. Du brauchst kein Guide. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich alles brauche. Du brauchst nichts, komm hier runter. 20 Seelen des Flugs brauche ich, Leute. Als ob. Ja. Öffne einfach die Hardmode-Kiste. Die ist die über oben rechts von dir. Genau, und jetzt kannst du craften. Wo hast du gewusst, dass ich die richtig angeklickt habe? Ein Drachen, weil die sich öffnet. Okay, ist mir noch nie aufgefallen. Das ist ja auch logisch. Sag mal, Leute. Man braucht nur einen Drachen, um Flügel zu craften. Das ist sehr ökonomisch. Ein Drachen? Achso. Weil jetzt man ein Fufu nennt man die. Ja, der hat 19 gedroppt nur. Also ich weiß nicht. Oh, meiner hat 20. Wie mache ich jetzt alles weg? Braucht man den Magmastein für irgendwas, wenn man nicht Nahkämpfer ist? Ja, ich brauch den. Ich bin Nahkämpfer. Wie, du bist Nahkämpfer? Let's go, Leute! Hallo? Ja. Watch this. Das ist doch Beschwörerschaden, oder?
Nee, ist Nahkampf. Oh. Ich habe auch die mechanischen Handschuhe an. Oh ja, die Farbe mache ich auf jeden Fall weg. Ah. Feuerkampfhandschuh, let's go. Wo sind die unendlich Schildkröten, die mir versprochen wurden? Kombiniert man den mit dem, mechanischen Handschuh zum Bild? Ah ja, sick. Sehen geil aus. Sind die jetzt auch besser als die anderen, weil das so späte sind? Welche Farbe haben die? Also, wenn du drüber fährst, der Name? So lila, rosa, leicht leuchtend. Lass mal zu. Nur? Okay. Weiß ich gar nicht, wie gut die sind. Warum sind die so... Was sind diese Lavaflügel? Egal, die sehen sick aus. Du kannst sie ja auch als Transmoggen einfach links rüberziehen. Ich wollte gerade sagen, ja Transmoggen. Terraria Wings. Bei den Sachen, die danach kommen. Wir kriegen bald richtig geile Flügel, so oder so. Der hat schon 2 Goldsteuern eingetrieben. Schau dir das an, Klaus. Red mal mit dem Typ. Welchen? Du bist hier, bei mir. Hier rechts da oben. Den hier, der Kapitalisten, genau. Der hat hier eine Kiste nicht abgebaut. Ah, und die kann man dann einsammeln. Okay. Ja. Mach mal mehr, Junge. Denk hier nur, weil der im Rentenalter ist, müsste er nicht mehr arbeiten. Bei uns schon. Hier gibt's keine Rente. Okay, ich brauche ein neues Set. Wir müssen zu Fischflugzeug. Also wir machen jetzt Fischflugzeug, oder? Ich dachte. Ja, endlich. Danke. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die anderen 3 verlinkt und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei Terraria und auch anderen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.